Ländervergleich mit holländischer Beteiligung. Drei Tschechen, drei Franzosen und ein Holländer. Wir beginnen mit der Pflicht. Und diese wurde 99, aber die Pflicht zählt nur 20%, Fußtechnik 30% und die Akro kann mit 50% Anteil ja noch alles rausreißen. Der dritte Tscheche, Jan Haupt und Petra Holowska, auch hier der Blick auf den Delane. Und er ist ein tschechisches Problemkind. Kann den Tschechen niemand richtig weitergeben? Fragezeichen. Wenn nicht, stellt sich die Frage nun wirklich, warum man keinen Fachmann holt, der den Delane unterrichten kann. Denn man weiß ja schon lange vor einem Wettkampf, welche Pflichtelemente gezeigt werden müssen. Auch hier war die Pflichtübung natürlich aufdeckend der technischen Mängel. Auch hier die Probleme bei der Rotationsfigur Delane. Allerdings mit nicht ganz so schlimmen Folgen wie bei ihren Landsleuten, die zu Sturz kamen. Diesen Delane können Sie, liebe Zuschauer, mit Sicherheit mit ein bisschen Übung im Wohnzimmer besser als einige dieser Weltklasse-Paare aus Tschechien. Natürlich eine Steigerung gegenüber der Pflicht von den beiden Tschechen. Mitte 28, Jan Haupt und Petra Holowska, auch aus Tschechien. I'm still standing, ich stehe noch immer. So die Übersetzung. Dieses Musikstück hätte bei der Pflicht eher zu den Paaren zuvor gepasst, oder? Einfach, aber sauber ausgetanzt. Das ist hier die Forderung bei der Fußtechnik. Jan Haupt und Petra Holowska aus Tschechien. Mir haben die ersten Tschechen, die wir gesehen haben, besser gefallen. Jetzt zum Spannendsten, das Akrobatikfinale. Spektakulär und spannend. Die Vergabe der Medaille ist nach dem bisherigen Verlauf völlig offen. Es beginnt wieder mit den Siebtplatzierten und das steigert sich bis zum momentan führenden Titelverteidiger. Zuerst Jan Haupt und Petra Holowska. Planen, Rückwärtssalto gestreckt zum Eingrätschen mit Vorwärtssalto, Abgang. Doppelsalto vorwärts aus Peterin. Jan Haupt und Petra Holowska, die ersten im Finale. Was mir hier
total fehlt, ist einfach die Dynamik im Programm. Da kommt nichts rüber, man versucht diese akrobatischen Elemente einfach hintereinander wegzuspulen. Und ich finde, Rock'n'Roll ist viel mehr. Hier die Zeitlupe, Rückwärtssalto gestreckt zum Eingrätschen mit Vorwärtssaltoabgang. Alles in Ordnung, aber wie gesagt, Rock'n'Roll ist einfach mehr. Da hätte ich mir schon ein deutsches Paar im Finale gewünscht. Hier das Ergebnis, schwarz auf weiß. Enttäuscht war sicherlich Johnny Komatz mit Partnerin Nathalie Van Eersel über sein Abschneiden. Die Franzosen sollten. Und das war's von Sport Südwest für heute. Der Weltmeister ist gefunden mit Roman Kolb und Katharina Fialova. Hinter mir sehen Sie die noch im Siegertanz, die Sieger dieses Tages, die Weltmeister. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen von Sport Südwest. Machen wir's gut.